Nee, das scheint die ehrlich gesagt gar nicht zu stören. Ja, dann ist das wohl ein Eingang, der nicht in Frage kommt. Ja, scheiße. Na gut, okay, mein Plan war also für den Arsch. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen anderen Weg, um reinzukommen. Wollen wir doch mal schauen, was wir dann machen. Was geht mit der Frau ab? Ihr ist so, sie mir so scheißegal, was los ist, was im Weg ist. Ich gehe da einfach durch. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir halt den offensichtlichsten Eingang, wa? Hier, das ist eine Waffe, Alter. Zwei Schläge und tot. Das nenne ich eine Waffe, Alter. Streitaxt, beste wo geht. Du, hier stinkt es mir zu sehr. Keine hektischen Bewegungen. So. Ich muss mal hier ein bisschen plündern, damit ich mal so wieder. Vielleicht bekomme ich ja mit Glück irgendwas Cooles, was sich auffüllen lässt. Ich glaube, ich habe gerade eine Rauchbombe bekommen. Beobachtet sie, Männer! Gott wird euch strafen! Nicht bewegen! Wenn sie irgendwas planen, erschießt sie! Dafür geht ihr auf die Guillotine! Ich glaube, dass ich den mit der Waffe zuerst erwischen sollte. Ich hab dich im Auge. Stehen bleiben! Bastarde! Rate abschaum! Ich meine nicht ausgemessen, Bastard! Ihr müsst hinter den Überhörst. Was zum. Hat er eben noch auf vom Boden aus. Oh, warte mal. Irgendwas schießt noch auf mich. Indem ihr diese Mauern erreicht und das Töten beendet. Oui, Monsieur. Lasst Wasser. Hier geht was vor sich. Verdammt! Komm schon! Hol ihn doch da runter! So. Ach, dann halt nicht, meine Güte. Dann mach es halt so. Okay, also er ist ganz, ganz oben. Eine Kiste. Cool. Oh, die muss ich auch noch knacken. Oh, Mann. Na, oh, what the fuck? Ja, verkackt. Das ist übelst dumm mit den Dietrichen. Wir sollen das schaffen. Die zwingen einen eigentlich das voll auszubessern, weil du es sonst sowieso nicht packst. Mit den Leichen. Na, lass sie liegen. Och, worauf warten wir? Es laufen noch mehr Verräter rum. Oh, ich hätte gar nicht. Na, egal. Was tot ist, kann nicht mehr stören, wa? So. Okay, ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Ich versuche gerade mich zu konzentrieren, weil ich das ausnahmsweise mal nicht versauen möchte. Tod den Verrätern! Bleibt
Schlagt sie zurück! Hitler Revolution! Bleibt ruhig! In die Reise, die Reihe! Das ist gute Bürger! Immer wieder gern. Du hattest es verdient. Du und deinesgleichen. Moment mal. Na los, komm her. Noch einer? Na gut, ich habe eh besseres zu tun. Kommt, Leute, nach oben. Einen Moment mal. Oh Gott, da stehen zwei. Ich verschwende hier nur meine Zeit. Schaut, Aufseher! Euer Bruder kommt zu Besuch. Möchtet ihr ihn nicht sehen? Okay, wir warten, bis der dran... Okay, dann halt auch nicht. Hör! Ich hasse mich. Du bist es in unserem Revier, oder? Schüttelst mich nicht ab. Ich hoffe mal, die vergessen mich irgendwie. Ich hab ihn, juhu! Und ich hab's nur fast versaut. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Ah, aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Palais de Luxembourg. Oui, macht hier sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen, aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Hat mich dabei keiner gesehen? Okay, dann hau ich mal ab, wa? Ganz schnell hier weg. Wupp, 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 wupp. Ich hab mal Erfolg freigeschaltet. Cool. Fortfahren. Ich schätze mal, jetzt geht's ab zurück nach zu Napoleon. Du hast uns genug hingehalten. Gern geschehen. Gut, Napoleon. Wo kam der gerade her? Der kam irgendwie aus einer Wand oder so. Gut, Napoleon. Bis gleich. Sobald ich hier vom Tisch runterkomme. Gut, ich bin auf dem Weg. Hotel de Ville.
Das klang gerade irgendwie weniger französisch, aber was soll ich sagen? Ich bin kein Franzose. Wie lang? 50 Minuten gerade mal. Oh, geil, habe ich ja noch voll viel Zeit. Finde ich gut. So. Und hier rüber und da hoch und... Was macht ihr? Geht's euch gut? Achso, ihr... Oh, tut mir leid, ihr heult gerade. Ihr trauert gerade, das tut mir leid. Ich dachte, ich muss euch helfen, aber ich glaube, bei der Aktion kann ich euch nicht helfen. Sequenz 9, die Hungerzeit. Ich sehe aber keinen Napoleon, ich glaube, dem brauche ich nicht mehr helfen. Ich glaube, dem ist schon geholfen. Der ist rundum zufrieden, schätze ich mal. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jana. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Mach das. Ich mach die spannendere Arbeit. Okay, ab zum Pier. Der ist in die Richtung, alles klar. Ehrlich gesagt, ich find's schade, dass es hier keine Pferde gibt. Pferde würden das Ganze ziemlich verschnellern. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Nebenbei, mir fällt gerade auf, wir haben wieder Fähigkeiten, ne? Mal gucken, Fernkampf, bam. Was haben wir denn hier? Auffüllpunkt. Die Fähigkeit, einen Auffüllpunkt zu erschaffen, an dem sie und ihre Mitschüler Bomben und andere Verbrauchsgegenstände erhalten. Wenn die Fähigkeit auf... drücken sie... Was hat der Geldbeutel mit Bomben zu tun? Mit Fernkampf. Ich habe so wenig Geld, deswegen will ich damit eigentlich nicht rumwerfen. Was anderes kann ich... Es lohnt sich nicht, ne? Was sind das für komische Boosts? Warum? Ich will für was Temporäres kein Geld ausgeben, weißt du? Hey! Kommt hierher zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Oh, muss ich die jetzt einholen oder verfolgen? Dann verfolge ich eben mein Boot. Nicht das Wasser berühren, okay. Oh Gott, die sind voll schnell. Alter Schwede, die sind echt schnell. Ich habe keine Zeit für euch.
Okay, nicht das Wasser berühren. Vorsichtig. Vorsichtig. Schneller, ihr Hunde! Boah, die sind echt voll schnell. Verdammte Scheiße. Hi, Entschuldigung. Bin auf Durchreise. Okay, abgehen. Schneller, ihr Hunde! Na toll. Hey, wenn du Spaß tust, kann ich dir gern mal die Gedärme rausschneiden. Ich häng fest. Ich häng fest! Hey, komm rüber, Spinner! Oh, jetzt bin ich so weit weg. Komm schon. Nicht, bitte, nicht das Boot verlieren. Ich bitte dich. Okay. Noch sieht alles gut aus. Hab's geschafft. Juhu. Ich dachte echt, ich schaff's nicht, weil ich da irgendwie in der Ecke hängen blieb. Ich konnte nicht mehr runter. Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. An die Arbeit! Okay. Was zum Teufel geht ab mit dir, Arno? Du spackst da rum wie so ein... Wie soll ich sagen? Spacken. Ups. Okay, das sind alles Gegner, ne? Ah, verdammt. Irgendwas hat mich gesehen. Ich habe keinen Alarm ausgelöst? Zählen nur die Glocken als Alarm oder was? Ich schätze mal, dass ich ihn nicht töten darf, oder? Ich glaube nämlich nicht. Das kann nicht sein, ich war direkt hinter dir. Okay, ich würde sagen, ich gehe hier hoch. Das ist, glaube ich, am einfachsten. So, und hier sollte mich eigentlich niemand mehr stören, oder? Okay, vielleicht doch. Okay, und jetzt muss ich noch ein bisschen laufen. Nur ein bisschen. Und hab's geschafft.
Und es gibt eine Ladesequenz? Warum?